gesagt, nochmal, es ist Silvester draußen, also das ist hier zwischendurch mal irgendwo knallt. Also wir sind tatsächlich, wir nehmen tatsächlich jetzt am Silvestertag auf. Also dass hier immer mal irgendwo irgendwelche Bälle auch hochgehen und sowas, ist halt heute so. So, gucken wir mal, weil hier oben ist noch ein Item gewesen, das ich nicht gesehen habe. Und zwar ein Pokémon. Wir sind übrigens tatsächlich mittlerweile wieder ein Erzling. Jetzt machen wir heute. Genau. Ah, dann kann ich das tatsächlich mal kurz nutzen, weil wir gerade in der Stadt sind. Weil, dass ich mal ganz kurz mein Team heile. Und. Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so doof eigentlich gerade. Wenn wir schon mal hier sind. Na, wir haben ja das Fahrrad, wir kommen ja wieder zurück. So. So, nehmen wir das auch. Jawohl. Das war der Plan. Genau. So, wir haben hier zwei Trainerinnen, zwei Pfadfinderinnen. Dann mal los, mein Pokémon. Ich werde dich auch ein Zeug legen. Auf geht's, mein Pokémon. Ich werde dich weniger ein Zeug legen. Ich weiß egal, wie das war. So, was haben wir als Gegner? Bonita und Pachirisu. Achso, es ist ein Typ und ein Mädel. Ja, dann hat der Typ halt auch ein Tempo. Egal. So, erstmal das große Gefährliche rausnehmen. Das ist nämlich das Pachirisu. Weil das kann Power W machen. Ah, scheiße. Ach man, ich dachte, ich krieg das so. Zumindest mit der Fähigkeit gekriegt. Wie gesagt, das Viech kann. Also, Bonita macht mir keine Angst. Das Pachirisu, das wird durchaus ein bisschen mehr wehtun können. So, dadurch, dass ich jetzt nochmal einreiße. So. Hier, Bonita mit der Kraftwelle. Und Bonitrolade wieder Pachirisu. So, Ende der Durchsagen. Wieso sollte er nicht weg sein? Jetzt kommt er mit so scheiß cooler Augenattacke. Ja, wegen dem, weil es eine Prio-Attacke ist. So, okay. Wir sterben, mein Freund. Bis viel. Programmbox erreicht Level 23. So. Fälle. Das war aber schon, dass wir haben die beiden nicht. Also dieser Pachirisu kann gefährlich werden, wenn es richtig trainiert ist. Wow. Okay. Level 20 für Mimiti und Level 21 für Bonita. Obwohl, Bonita möchte einen Zielstrahl lernen. Nimm was mit. Ist er denn weg? Zielstrahl bekommen? Ja, das ist wie gesagt für die nächste Arena nicht ganz unwichtig. Wie gesagt, die nächste Arena mit einem Kampf auf dem Weg. Das machen wir in der nächsten Stunde. Ich weiß noch nicht, ob man zwei Folgen oder drei Folgen braucht. Aber wir haben gesagt, die ganz in Ruhe. Heute machen wir erstmal Route 207. Ich habe gerade den Kontaktweg durchquert, trotzdem habe ich noch Luft für einen Kampf. Okay. Was haben wir denn? Ein Kleinschein, ne? Okay, ein Kleinschein. Kleinschein. Okay.
kriegst du einen Fußgeld, mein Freund. Also du überlebst das Ding noch. Das Viech hat einen scheiß Sandsturm. Das war Pokémon, okay? Dann kriegst du es jetzt hier noch drauf. Ja. Ich werde Polita einsetzen müssen, weil dieses Pokémon wieder von Stahl ist. Ja, Stahl ist Psycho, echt, ja. Du Scheiße. Nein. So. Ich habe eh nichts, um den dann schon aufzuhalten, deswegen. Ach ja, auf jetzt. Herzhaft mit dem Scheiß. Nicht mit der Verwirrung jetzt kommen. Bitte, 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 bitte. Ja, aber ich bin. Adios, bye bye. Der blöde Wanderer-Eisbär siegt. So, okay. Komm ich jetzt da hoch? Ah, nehmen wir mit. Nehmen wir den weg. Hier ist nichts drin. Dann nehmen wir hier den jungen Trainer. Ich trage das ganze Cyberschutz. Ich habe jede Menge Energie. Machen wir so. Wie kriegst du das? Vielleicht machen wir heute tatsächlich nur so ein bisschen dieses Teilstück und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Also wie gesagt, ich hätte immer so ein bisschen machen können, nur ich versuche jetzt um die 20 Minuten, zwischen 20 und 25 Minuten, für die Folge bis wir mehr kriegen. So, also, erstmal diese Starralite, das haben wir ja mit der Flinkklaue die Twig ab und trotzdem kann man mit seinem scheiß Rotzokid noch begehen. Gut, Prio, danke. Aber Starralite ist kein Problem. Die Brille reicht dann mit 25. Ja, die sind so 20 und 25. Pfandflamm, ne? Pfandflamm könnte schon. Ist das eine Steuer noch oder was? Ne, ich glaube, den Kampfstil hat es auch nicht betrieben. Ne, hat es nicht. Okay. Ich kriege es erst ab. Der zweite Entwicklungsstufe. Deswegen ist der Psychstrahl auch noch nicht ganz so gut. Ich sah halt noch einen drauf. Easy. Du hast drei Pokémon. Und tschüss. Du hast noch einen Kleinschein. Okay, Kleinschein ist jetzt nicht die große Herausforderung. Ah, die deine Fähigkeit könnte ein bisschen auf den Eier gehen, aber die wird nicht. Ich glaube nicht, dass das hat, aber ich weiß es nicht. Okay, jetzt geht's. Gut, dein scheiß Walzer kannst du mal, weil du so nicht viel abziehen, die Attacke. Die wird zwar immer stärker, aber nicht mehr auf der. Nicht. Mit der ersten Attacke kein Problem. So. Ja, wie gesagt, wirklich ist Level schon den Unterbau. Da ist noch ein weiterer Wanderer. Ho, ho, ho.
Ja, vielleicht, dem läuft doch das Glück zurück. Oh. Ach doch. So, gleich rein. Aha. Jetzt natürlich nicht so das super mega starke Pokémon, was uns gefährlich werden könnte. Dann kommen wir relativ gut voran mit dem, was die Level betrifft. Auch die Pokémon, die alle frisch gefangen sind, die Kamiops mit BDC und natürlich mit dabei. Oh, super. Ja gut, so weit haben wir jetzt ja was. Wir brauchen jetzt ja keine nächste Pokémon. Ich gehe jetzt in die Pokémon, komm mal. Jetzt mit dem Psystrahl, den durchaus so viel hatte. Und wieder deswegen auch der Wechsel. Das kann doch nicht sein. Einstein. Den Kraterberg, zumindest den ersten Teil und den Rest der Route. Da sind wahrscheinlich auch noch einige Trainer. Das war das heute wahrscheinlich nur darauf hinauslaufen, dass wir hier die Trainer besiegen. Ich glaube, danach ist es doch immer einer und uns mal. So, 21 für Milizi. Ja, ich werde mich da jetzt auch nicht irgendwie sagen, hey, so zu viele Folgen brauche ich nur für das Spiel. Das ist mir sowas von ja, die Folge ist, wenn es dann 29 Folgen sind, ist es dann halt so. Ich genieße es. Ich habe da jetzt Bock drauf und wofür soll ich mir da jetzt irgendwelche Stress, welche Ärger machen? Ich spiele jetzt einfach so, wie ich Bock drauf habe und wenn ich alle Trainer mitnehmen will, will ich alle Trainer mitnehmen. Wir brauchen Level definitiv für die Pokémon-Liga später. So, gleich schon das Geschichte. Und jetzt da besiegt der gute Nico. Auf, das ist kein Zeit verlieren. Na, guck mal, wer heute jetzt. Aufhört. Die Kämpferin Hanne mit einem Mediki. Okay. Das wird ein 1 gegen 1 Kampf. Die Frage ist, wie Level hast du? 16, 17? 18, okay. Dann machen wir das so. Nur klappt. Okay. Oh, das ist ja nicht so das Problem. Und da gibt es eine Konfusion und dann ist es gut. Und dann hat sich bewiesen, dass mein angeschlagenes Medikamente stärker ist als dein komplett fittes. Sollte jetzt eigentlich auch nicht so die Herausforderung sein. Ach, verdammt, fast. Nicht, ist nicht passiert. So, die Dame ist Geschichte. Die ist besiegt. Die hat gar keine Chance mehr. Die hat jetzt ja nichts mehr zu melden. Zumindest war es nicht. So. Also jetzt haben wir nicht dran. Ohne die VM. Ja. Wie viel haben wir noch Zeit? Bisschen. Komm, den Kratzer weg, dann machen wir jetzt diese Folge noch. Also wir müssen eh nur hier durch. Daher
Machen wir das jetzt und dann machen wir in der nächsten Folge den Rest der Route. So. Ach, der Typ. Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? In der Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region gefärbt hat. Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, keinen Streit. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, sollst du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich. Tschüss. Oh? Okay. Gut. Brauche ich hier die Steine nicht verkloppen, kann hier oben reingehen. So, liebe Leute, und das ist, glaube ich, der letzte. Nee, das ist sogar die Route 208. Alles klar, dann war heute das Thema 207 und Kraterberg abgeschlossen. In der nächsten Folge machen wir dann die Route 208, würde ich sagen, soweit wir das hinkriegen können. Und dann freue ich mich, wenn ihr da einschaltet. Hier bei Let's Play Pokémon Steiner Diamant. Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Steiner Diamant. Wir machen heute weiter mit unserem Super Team auf der Route 208. Auf geht's mit diesem Wanderer. Oh, du bist ja, völlig, bist ja nur ein Kind. Willst du einen Erwachsenen wie mich besiegen? Ganz einfach, ich hab Medizin. So, was hast du für mich? Ein Kleinschein. Ein Kleinstein. Naja. So. eine Fliegklaue, die nochmal getriggert gegen dieses. Ja, aber der Fußkrieg scheint wohl den gescheiß Pokémon nicht allzu sehr weh zu tun. Bitte? Ja gut, die haben eine gute Verteidigungswerte, ne? Abgesehen davon. Jetzt den Spezialangriff Konfusion so einfach wegkriegst mit dem Fußkick. Du hörst deine Alterpinge, ne? Okay. Ja, Wanderer, wir sind. Ja, Workstar, wir haben ein Kind besiegt. So machen wir das. Hier haben wir noch einen weiteren Kämpfer. Ein Kratekämpfer. Ja, wirklich. Pulverisieren. Ja, wirklich. Naja. Macholo! Aha. Du bist ein Macholo. Du hast ein Macholo zu besiegen. Na ja, machen wir weiter. Gehen wir drauf mit dem Zyltra. Ha, schade. Ich dachte, das kriege ich hin. Dass mir die Flingler weggeschlagen. Das geht mal gar nicht. Ist immer so für diesen Kampf. Also nicht, dass ihr den Ölten kriegt. Wumms! X-Initiative. Komm mal weiter. So, verhaben. Wir kommen noch nicht an diesen Trainer da unten rein. Nehmen wir erstmal hier oben den Wanderer noch mit. Wenn ich gewinne, kannst du dann essen mit mir. Nein. Mein Essen ist meins. Bleib mir. Verhaben. So, wie haben wir denn hier? Ein Onix als Gegner. Okay. Heute haben wir dann wieder das Wunder. Praktik-Gute. Nix.
nächsten Folge könnte es sein, dass wir schon wieder reden machen. Okay. Fluch. Das ist, glaube ich, bei Geist-Pokémon anders als bei ihm. Er senkt seine Initiative, pusht damit seinen Angriff. Seine Verteidigung. Okay. Gut, da gehe ich um speziell, weil das ist ja egal, ist ja unwichtig. Die sind ja nicht betroffen, die Werte. Okay, wieder eine Verwirrung, okay? Okay, okay. Bisschen anders. Hinsetzen. So. Ich habe mich nur jetzt hingelegt. So, okay, Onyx. Onyx, Onyx, Onyx. Haben wir den hier. Ich muss das Mikrofon ein bisschen weiter wegstellen, sonst ist es zu laut. Ich habe nur so ein kleines Standmikro gesehen. So, Politikrechte mit 22. Ich bin sprachlos, aber Magen knurrt weiter. So. Was soll denn was wollen? Hier sind wir schon Berne. So, hier kann ich weiter meinen Zertrümmer einsetzen. Nein, lassen, um mir das Item da unten zu krallen. Das ist ein Pokéball. Okay. Jetzt nichts wirklich atemberaubendes. Ich dachte mir, boah, jetzt war das geile Item und so. Ne, eigentlich nicht wirklich. So, hier haben wir eine junge Dame. Wie? Du möchtest kämpfen? Ich wollte bei der Superwettbewerb schon mitmachen. Aber der Kampf nicht lange dauert. Der wird nicht lange dauern, glaub mal. Der wird nicht lange dauern. Na, Roma Lady Evelyn mit einem Vadrini. Übrigens, bei Vadrini gibt es eine Besonderheit. Das Pokémon kann sich nur als weibliche Form entwickeln. Dieses Pokémon ist männlich. Erkennt man woran? Ganz einfach. Bei dem weiblichen ist in der Mitte noch so eine rote Krawatte oder was auch immer. Und da sind die weiblichen. Die können sich dann zu einem Weisel entwickeln. Dieses männliche Pokémon kann sich nicht entwickeln. So. Nitrolado. Und kleines Honda, kleines Vadribi. Level 22 Humidity. Und deine Roselia. Roselia kennen wir ja schon von der letzten Arena. So, die Nitroladung haut dieses Roselia natürlich weg. 24 für Kramburg. Also zwischen 22 und 25 für die. Ich hab verloren! Ja, hast du. Zwei Nanapären. So, dann holen wir uns mal diesen Künstler hier eben schnell. So, drinnen in einem Kampf. Lass uns diese wundervolle Szene in einem Gemälde festhalten. So. Panti Mimi. Ja, was soll ich jetzt bloß machen? Ich habe hier das Pokémon. Ja, ich habe was. Zugabe.